In Syrien und im Irak greifen radikale Islamisten nach der Macht. Die Destabilisierung durch den arabischen Frühling hat ihnen Auftrieb gegeben. Doch der Dschihad ist nicht nur auf diese Region beschränkt. Mit Europa herrscht reger Austausch. Kämpfer ziehen von hier aus in den Heiligen Krieg, kampferprobte Dschihadisten kehren wieder zurück oder sickern gut versteckt in den Flüchtlingsmassen ein. Nicht erst seit den Attentaten in Paris und Kopenhagen zu Beginn dieses Jahres ist die Rede vom Euro-Dschihad, von einem heiligen Krieg gegen Europa und die Freiheit. Damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Unzensuriert TV. Der Islamische Staat schockiert die Welt mit grausamsten Verbrechen. Selbstverbreitete Videos zeigen, wie Menschen niedergemetzelt, geköpft oder bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Gerade diese kompromisslose Grausamkeit ist es offenbar, die viele Menschen auch aus Europa dazu motiviert, sich den mordenden Truppen in Syrien oder im Irak anzuschließen. Doch der Islamische Staat macht sich auch in Europa bemerkbar. Schauplatz Bosnien. Der bosnische Inlandsgeheimdienst veröffentlichte vor kurzem erdrückende Beweise für mehrere Ausbildungsstätten des Islamischen Staates. So sollen hochrangige bosnische IS-Kämpfer unter dem Kommando des Islamisten Nusret Imamovic ganze Dörfer in abgelegenen Waldregionen aufgekauft haben, um dort Kämpfer für den Dschihad auszubilden. Es wären somit die ersten offiziell bekannt gewordenen Stützpunkte der Terrorgruppe in Europa. Konkret handelt es sich um die Dörfer Gornja Mauka, Dubnica und Oschwe, wo Land im großen Stil erworben wurde, um Islamisten auszubilden. In Oschwe beispielsweise sollen zumindest 12 Kämpfer für den IS ausgebildet und nach Syrien entsandt worden sein. Das Dorf selbst liegt umgeben von dichtem Wald auf einem Hügel und besteht aus zahlreichen verwahrlosten und verlassenen Häusern. Zu erreichen ist es nur über schmale Straßen. Faktisch niemand kann sich dem Ort unbeobachtet nähern. Jeder Anwohner gilt als extrem radikal und bereit, für den Dschihad zu sterben. Laut Terrorexperten liegt Bosnien auf einem strategisch wichtigen Punkt für den Durchzug europäischer Islamisten in den Nahen Osten. Auch viele Islamisten aus Österreich würden diesen Weg nach Syrien oder dem Irak einschlagen. Schauplatz Tschetschenien. Die meisten Tschetschenen sind Anhänger des wahhabitischen Islam. Der Kreml macht die Einflussnahme wahhabitischer Mudschahidin für den Tschetschenien-Konflikt verantwortlich. Auch nach Beendigung des Tschetschenienkrieges 2009 kämpfen Islamisten mit Anschlägen weiterhin für ein Emirat Kaukasus, einen Gottesstaat nach dem Muster des Islamischen Staates in Syrien und im Irak. Doch selbst damit sind die tschetschenischen Extremisten nicht ausgelastet. Auch im Dschihad des sogenannten Islamischen Staats sind sie ein wesentlicher Faktor. Rund 1000 Tschetschenen sollen sich dem IS angeschlossen haben. Sowohl die bosnische als auch die tschetschenische Extremistenszene haben einen engen Bezug zu Österreich. Von den im Zuge einer Großrazzia im Vorjahr ausgeforschten 29 Verdächtigen soll den bosnischen Dschihadisten logistische und finanzielle Hilfe geleistet worden sein. Bei Hausdurchsuchungen wurden terroristisches Propagandamaterial, Waffen und Bargeld gefunden, die den Verdacht einer bosnischen Islamistenszene in Österreich erhärteten. Der Prediger Ebu Techma, auch Mirsad Omerovic genannt, dürfte dabei Hauptverantwortlicher für die Radikalisierung und Rekrutierung jugendlicher Muslime aus Österreich für den Dschihad in Syrien sein. Er predigt regelmäßig in der Altun-Alem-Moschee in Wien-Leopoldstadt und gilt zudem als Vertrauter des deutschen Salafisten und Konvertiten Pierre Vogel. Ebu Techma meint in zahlreichen YouTube-Videos, es sei die Pflicht eines jeden Muslims, in den Dschihad zu ziehen. Dem bosnischen Netzwerk in Österreich dürfte es, so scheint es, gelungen sein, eine komplette Logistikkette für Dschihadisten aufzubauen. Von der Anwerbung über den Transport bis hin zum Empfang in Syrien. Und das alles finanziert aus Österreich. Laut Medienservicestelle Neue Österreicher gibt es mindestens 30.000 Tschetschenen in Österreich. Die Zahl könnte aber noch wesentlich höher sein. Die meisten von ihnen leben in Wien. Obwohl der Tschetschenienkrieg längst vorbei ist, bilden Tschetschenen nach wie vor die drittgrößte Gruppe der Antragsteller. Laut Verfassungsschutz und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sind es auffällig viele Tschetschenen, die von Österreich aus in den Islamischen Staat reisen. Vor 2 Wochen wurde der tschetschenische Terrorist und Asylant in Österreich, Magomed Zakriev, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Extremisten kamen sowohl aus Bosnien als auch aus Tschetschenien als Asylwerber nach Österreich. Es ist zu befürchten, dass auch in den Flüchtlingsströmen über das Mittelmeer zahlreiche Terroristen versteckt sind. Ist der Dschihad des Islamischen Staates also bereits in Europa angekommen? Darüber hat Unzensuriert TV mit der renommierten Nahost-Expertin Karin Kneißl gesprochen.
Frau Doktor, islamische Extremisten haben in Europa besonders in Bosnien und Tschetschenien großen Rückhalt. Aus beiden Gebieten leben überdurchschnittlich viele Menschen in Österreich. Ist daraus Ihrer Meinung nach auch eine besondere Gefahr für unser Land abzuleiten? Also interessanterweise, wenn man sich statistisch ansieht, sind kleinere Länder in Europa, wie beispielsweise Belgien, Dänemark und Österreich, die jetzt nicht vergleichbar sind von der Bevölkerungszahl mit Frankreich, Deutschland, Spanien, haben pro Kopf eine viel höhere Anzahl von den polizeilich erfassten Dschihadisten. Also in Österreich soll laut Statistik die Hälfte der nach Syrien gezogenen Terroristen tschetschenischen Hintergrund haben. Es kursiert seit rund einem Jahr eine Karte, wo auch Teile von Europa für das Kalifat des Islamischen Staates beansprucht werden. Was sind aus Ihrer Sicht die Ziele des Islamischen Staates für Europa? Sie wollen eine Art Umma wieder errichten. Also Umma heißt auf Arabisch an sich Gemeinschaft. Und die Umma Islamia, also das Idealbild jenes Gemeinschaftswesen, das eben zu Zeiten des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung geschaffen wurde, das soll die aufrechten Gläubigen vereinen. Ja. Wer jetzt gläubig ist und wer ungläubig ist, das entscheiden diese, die sich sozusagen als Herren über Leben und Tod empfinden. Und was sie jetzt für Europa vorhaben, ist überall dort, wo rechtgläubige Muslime leben, die sich nur dann wirklich entfalten können, wenn auch das gesellschaftliche Umfeld ein muslimisches ist, ein islamisches ist. Das heißt, der Traum, das Ideal, die Debatte von einem europäischen Islam, wie man ihn also seit Mitte der 80er Jahre gerade in Frankreich, dann später auch in Deutschland und Österreich begann zu diskutieren, steht damit sehr, sehr stark an der Kippe, weil aus ihrer Bewertung her man nur dann Muslim sein kann, wenn man auch in einem islamischen Umfeld, in einem auf islamischem Recht und Wirtschaftsordnung aufgebauten Staatsgebilde lebt. Wie hat der IS nach Ihrer Einschätzung vor, diese Ziele umzusetzen? Das eine ist Angst und Schrecken. Also diese, man kann ja fast behaupten, sie nehmen sich da ein Vorbild an dieser Shock-and-Awe-Strategie, die beispielsweise auch die Invasoren im Nahen Osten ausgeübt haben. Oder wenn man weiter in die Geschichte zurückdenkt, mich erinnert da manches an den Mongolensturm unter Genghis Khan. Ja. Strategie, meines Erachtens, setzen sie jetzt teilweise sehr wohl im Irak und in Syrien ein, wo einfach alle Ungläubigen wegzujagen sind. Und es wurden sehr, sehr viele Terroranschläge in Europa vereitelt. Ja. Wie hoch schätzen Sie die momentane Gefahr von Terroranschlägen in Österreich ein? Hoch. Ich weiß es nicht, aber es wurde, wie gesagt, allerhand vereitelt. Und da haben wir es streckenweise mit sehr, sehr jungen Leuten zu tun, die einen Bahnhof in die Luft jagen wollen oder die beispielsweise eben auch Amokfahrten machen, planen oder durchgeführt haben. Aber ich schätze sie relativ hoch ein, wie in jedem anderen europäischen Staat. Warum schließen sich Ihrer Meinung nach gerade aus Österreich bzw. Europa sehr viele Muslime dem IS an? Das hat mit einer Blut- und Bodenideologie zu tun, die einfach zu allen Zeiten immer attraktiv auf junge Menschen gewirkt hat. Und das zieht einfach viele junge Menschen an, die sagen, wow, da passiert etwas. Ja? Das müssen nicht unbedingt die Außenseiter, die Verlierer sein. Ich war im Oktober letzten Jahres zuletzt in syrischen Flüchtlingslagern in Syrien und im Libanon. Mir haben dort junge Menschen gesagt, bitte sagt euren durchgeknallten Moslems in Europa, sie sollen zu Hause bleiben, sie sollen dankbar sein dafür, dass sie in einem stabilen Umfeld leben können und sie sollen nicht nach Syrien kommen und unsere Heimat zerstören. Es geht ja so weit, es gibt in Raqqa, in Nordsyrien, also einer der Hochburgen des Islamischen Staates, deutsche Konvertitinnen, Frauen irgendwas zwischen 30 und 40, die den ansässigen Syrerinnen vorschreiben, wie sie sich zu verhüllen haben. Ja? Wie würden Sie empfehlen, mit zurückgekehrten Dschihadisten zu verfahren? Strafverfahren. Also ich finde, man sollte hier schon in erster Linie, ich weiß, dass das manche meinen, man muss die Leute alle in psychologische Betreuung und so weiter aufnehmen, aber sie haben sich einer terroristischen Organisation angeschlossen, sie haben in einem anderen Land gedient, im Sinne von sozusagen sich einem anderen militärischen Apparat angeschlossen. Man darf nicht vergessen, die Gräueltaten, die in Syrien und im Irak begangen werden. Also da sollte schon auch im Sinne eines konsequenten strafrechtlichen Vorgehens jedenfalls ein Strafverfahren in erster Linie sein und nicht die psychosoziale Betreuung. Es wird befürchtet, dass über die Flüchtlingsströme aus Afrika und Nahost auch Terroristen nach Europa einsickern. Wie sehen Sie dieses Problem? Das ist zweifellos gegeben. Es wird in Italien ganz stark debattiert.
Es ist sehr, sehr schwierig, hier irgendetwas Sinnvolles festzuhalten, weil man darf nicht zum einen die Flüchtlingsströme in ihrer Gesamtheit unter Generalverdacht stellen. Das geht nicht. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass natürlich in diesem Massenansturm von schutzsuchenden Menschen sich die eine oder andere Gruppierung vielleicht auch wirklich eben organisiert einschleust. Wobei in meinen Augen der Terrorismus unserer Zeit ist lang nicht mehr so organisiert, wie er eben noch vor 10 Jahren war. Würden Sie meinen, dass die Politik in Österreich bereits geeignete Maßnahmen gegen radikal-islamische Strömungen unternimmt? Es wurde sehr vieles unterschätzt. Ich hatte immer wieder auf die Dschihadismusproblematik unter 20- bis 30-Jährigen in Österreich hingewiesen. Das wurde aber von den zuständigen Stellen nicht ernst genommen. Also ich hatte eben auch ein Briefing in diese Richtung angeboten und gesagt, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Und ich erinnere mich, als die erste Frage nach Dschihadisten in Österreich eben gestellt wurde, hieß es im Juni, Sommer letzten Jahres, naja, vielleicht 30, vielleicht 70. Ja. Dann ist die Zahl ständig nach oben revidiert worden. Und mir persönlich ist die Zählweise auch nicht ganz klar, weil zähle ich nur diejenigen, die es sozusagen geschafft haben, ein One-Way-Ticket in die Türkei zu nehmen und wurden dort von den türkischen Behörden übernommen und in die Ausbildungslager gebracht. Oder sollte man nicht sehr viel mehr auch jene mit einbeziehen, die eben in Europa geblieben sind. Ja. Wir haben völlig überforderte Sicherheitsapparate, nicht nur in Österreich. Ja. Sie sind mit den neuen Bedrohungsbildern also überfordert und sie haben auch oftmals keinen politischen, keinen finanziellen und sonstigen Rückhalt. Herzlichen Dank für das Gespräch in dieser wunderschönen Umgebung. Danke, Frau Dr. Kneißl. Bitte, gerne. Das ungekürzte Interview mit Karin Kneißl können Sie ebenfalls im YouTube-Kanal von Unzensuriert TV sehen. Dass Österreich und gerade Wien im Zentrum eines europaweiten Islamistennetzwerks mit Verbindungen nach Bosnien und Tschetschenien liegt, ist kein Zufall. Denn die rot-grün regierte Stadt setzt dem Islamismus kaum Widerstand entgegen. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich als selbsternannte Vertretung der Muslime wird selbst von Fundamentalisten dominiert. Und die wiederum werden von der hier regierenden Politik hofiert. Unzensuriert TV macht die Verbindungen sichtbar. Die Verbindung zwischen der SPÖ und der islamischen Glaubensgemeinschaft manifestiert sich in dieser Person. Omar Al-Rawi ist zugleich roter Gemeinderat und Integrationsbeauftragter der offiziellen Moslemvertretung. Vor 5 Jahren wiegelte er die Masse bei einer Demonstration gegen Israel und für die Rechte der Palästinenser auf. In Gazastreifen sind 1,5 Millionen Menschen in einem Freiluftgefängnis eingesperrt. Seit Jahren. Ein Teilnehmer der Kundgebung hielt ein Transparent mit der Aufschrift Hitler wach auf. Auch mit der Terrororganisation Hamas solidarisierten sich die Demonstranten. Die Hamas, die bis heute regelmäßig Raketenangriffe auf Israel verübt, ist eine Tochterorganisation der in Ägypten als Terrororganisation verbotenen Muslimbrüder, zu denen dem ehemaligen Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Anas Schakfeh, ein Naheverhältnis nachgesagt wird. Auch die Jugendorganisation der IGGIÖ, die muslimische Jugend Österreich, geriet in den Verdacht, der Muslimbrüderschaft verbunden zu sein, bestritt dies aber und zwang das Nachrichtenmagazin Profil sogar zu einer Richtigstellung. Dennoch, die von den Jungmuslimen veranstaltete Islammesse im Jahr 2012 führte die Besucher in eine Parallelwelt. Kritische Journalisten sollten sich, wie FPÖ-TV damals zu spüren bekam, einer Berichtszensur unterwerfen. Als sie das nicht taten, wurde mit Klage gedroht. Fundamentalistische Islamgläubige haben auch in den Bildungseinrichtungen der Glaubensgemeinschaft das Sagen. Schon vor 9 Jahren wurde massive Kritik am Leiter des Religionspädagogischen Instituts der Glaubensgemeinschaft, Amir Zeidan, laut. Er ist verantwortlich für die sogenannte Kamel-Fatwa, die Mädchen die Teilnahme an Schulausflügen verbieten soll, wenn diese weiter wegführen, als ein Kamel am Tag zurücklegen kann, nämlich 81 Kilometer. Zeidan soll ebenso beste Kontakte zur Muslimbruderschaft unterhalten wie die Leiterin der Religionspädagogischen Akademie, Amina Shakir. Sie war davor Direktorin einer Islamschule in Bayern, die später vom Staat wegen fehlender Verfassungstreue geschlossen wurde. Beide wurden von der islamischen Glaubensgemeinschaft gegen alle Vorwürfe in Schutz genommen und als gemäßigte Muslime dargestellt. Shakir wurde von der Vizepräsidentin der IGGIÖ, Carla Amina Bagayati, bescheinigt, das Institut in verschiedene Richtungen geöffnet zu haben.
Bagayati wiederum ist die Ehefrau von Tarafa Bagayati, dem Vorsitzenden der Initiative Muslimische Österreicher, der kürzlich den niederländischen Islamkritiker Gerd Wilders nach seiner Rede bei der FPÖ-Veranstaltung in der Wiener Hofburg mit einer Anzeige bedachte und ihm darin Verhetzung, Herabwürdigung religiöser Lehren und sogar Wiederbetätigung vorwarf. Eine für den Hauptgegner der Freiheitlichen in Wien, die SPÖ, durchaus hilfreiche Initiative. Die bisher genannten Personen sind allesamt Vertreter der arabischen Fraktion der Islamischen Glaubensgemeinschaft, die mit der SPÖ besonders gut vernetzt ist. Mittlerweile steht jedoch ein Türke an der Spitze, Fuat Sanac, der Obmann der Islamischen Föderation, die als Österreich-Sektion der türkischen und fundamental-islamistischen Miligörüs-Bewegung gilt. Über große Stärke in der Glaubensgemeinschaft verfügt auch die ATİP, die direkt dem türkischen Staat unter Präsident Erdogan untersteht. Auch den Türkenorganisationen war die Wiener SPÖ stets zu Diensten. Gegen erbitterten Widerstand der bereits über Gebühr belasteten Anrainer wurde in der Dammstraße in Wien-Brigittenau der Ausbau eines ATİP-Islamzentrums durchgesetzt, das mit Kindergarten, Supermarkt und Koranschule zusätzlich zur Moschee ein regelrechter Kristallisationspunkt einer türkisch-islamischen Parallelgesellschaft ist. Ein Vorstandsmitglied des Miligörüs-Ablegers Islamische Föderation wiederum dürfte vor der Nationalratswahl 2013 mit türkischsprachigen Plakaten um Vorzugsstimmen werben, was auch eindrucksvoll gelang. Mehr als 12.000 Stimmen erhielt Resul Ekrem Gönültas. Der grüne Bundesrat Dönmez äußerte jedoch den Verdacht, die Stimmkarten seien zentral in den Moscheegemeinden der Islamischen Föderation ausgefüllt worden. Ähnlich erfolgreich war bei den letzten Wiener Wahlen 2010 der eingangs erwähnte Omar Al-Rawi mit 5.712 Vorzugsstimmen, mehr als alle SPÖ-Stadträte zusammen. Und die mit ihrem Kopftuch ebenfalls als Botschafter an konservative Muslime kandidierende Gülsüm Namaldi landete mit 5.610 Stimmen nur knapp dahinter. Wie erfolgreich die SPÖ beim Buhlen um die Islam-Community diesmal sein wird, bleibt abzuwarten. Zumindest die Türken haben den Sozialdemokraten die Gefolgschaft aufgekündigt. Sie treten diesmal mit einer eigenen Liste an, die von Erdogan-Fans dominiert wird. Sehr genau beäugt werden die Kontakte von Rot-Grün mit der Islamistenszene naturgemäß von der Opposition. Ich begrüße jetzt den Integrationsreferenten der Wiener Freiheitlichen, Herrn Magister Hobeck, bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Magister Hobeck. Herr Hobeck, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen der SPÖ und dem Islamismus und wenn ja, warum? Da gibt es eine ganz massive Zusammenarbeit und das ist quasi ein Geschäft zu gegenseitigem Vorteil. Man kann es in einem Satz zusammenfassen. Die SPÖ lieferte ca. 570.000 bis 600.000 Menschen in Österreich, die man den Muslimen, dem Islam zurechnen kann, den Fundamentalisten aus. Und diese sorgen dafür, dass diese zuverlässig SPÖ wählen. Diese Zusammenarbeit wurde schon vor langer Zeit gelegt und ist in der Struktur der Religionsvertretung begründet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns in Wien anschauen, den römisch-katholischen Bevölkerungsanteil ist er von 1971 bis 2011 von 49% zurückgegangen. Würde man das aber so handhaben, wie man es auf der muslimischen Seite macht, dann wären es immer noch 85%, weil es gibt keine 32% Ausgetretenen und die 8% Orthodoxen und 4% Protestanten würden auch dazu gezählt werden. Hier ist es eben so, dass diese kleine Gruppe der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich alle vertritt, obwohl dem ja überhaupt nicht so ist. Aber die Islamische Glaubensgemeinschaft hat sich doch 2011 reformiert und außerdem gibt es ein neues Islamgesetz. Diese Reformierung war nur in einem sehr marginalen Ausmaß der Fall. Die einzige Änderung war eigentlich, dass die Führung von den arabischen Muslimbrüdern auf die Türken übergegangen ist. Die Führerschaft in der Islamischen Glaubensgemeinschaft teilen sich jetzt zwei türkische Vereine, die Islamische Föderation Wien alias Miligörüs und ATİP. Beide sind also in direktem Kontakt mit der türkischen Regierung. Und das ist also die einzige große Änderung gewesen, denn es sind nach wie vor nur ca. 30.000 Wahlberechtigte, die eben für alle anderen entscheiden. Und auch das neue Islamgesetz hat da leider überhaupt nichts geändert. Es gibt jetzt nur die Unterteilung eben in die Islamische Glaubensgemeinschaft und den Aleviten. Allerdings, die Aleviten machen nicht einmal alle Schiiten aus und auch die sind eigentlich in vier Gruppen unterteilt. Und wie gesagt, diese ganze breite Palette an Islam wird überhaupt nicht berücksichtigt und ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Und was ist nun der konkrete Vorteil der SPÖ, wenn sie sich mit Islamisten einlässt? Wählerstimmen.
Das ist der entscheidende Punkt bei der Angelegenheit und das lässt sich auch gut dokumentieren. Also Omar al-Rawi, kann man sagen, ist die Drehscheibe zwischen islamischem Fundamentalismus und SPÖ in Wien. Und er hatte bei der Wahl 2010 mehr Vorzugsstimmen als alle amtsführenden SPÖ-Stadträte zusammen. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, es gibt ein ideologisches Bündnis zwischen den Sozialdemokraten und den fundamentalistischen Islamisten? Überhaupt nicht. Also das ist völlig polar gegeneinanderstehend, ja, diametral auseinander. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Islamisten verachten bis hassen ihre Genossen auf dem Papier, denn deren Hauptthemen Homosexualität und Feminismus, damit haben sie überhaupt nichts am Hut. Das ist eine reine Zweckgemeinschaft, die für Österreich sehr gefährlich ist und für die SPÖ natürlich eine sehr riskante Sache. Im Oktober wird ja in Wien gewählt. Kann Ihrer Ansicht nach die Profitkalkulation der SPÖ hier aufgehen? Ja, also kann man immer weniger sagen. Und generell kann man sagen, wenn man sich das anschaut, Sozialdemokratie 2015 ist wie Donaumonarchie 1905. Wer genau hinschaut, weiß, was kommt. Man kann nicht sagen, ob es in 2 Jahren schon vorbei ist oder erst in 20 Jahren. Aber das Ende ist absehbar und unausweichlich. Und dieses Jahr zeigt sich auch, dass mit dieser neuen türkischen Liste, die entstanden ist, diese ideologischen Widersprüche in diesem Bündnis auch jetzt aufbrechen. Vielen Dank, Herr Magister Hobeck, für dieses sehr interessante Gespräch. Zusammengefasst, Islamisten nutzen die politischen Strukturen in Österreich aus, um an Einfluss zu gewinnen. Ganz nach dem Motto des türkischen Präsidenten Erdogan, der im Jahr 1998 sagte: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Damals wurde Erdogan für diese Aussage übrigens in der Türkei zu 10 Monaten Gefängnis und lebenslangem Politikverbot verurteilt. Heute ist er Präsident seines Landes und Bündnispartner der USA im Kampf gegen den islamischen Terrorismus. Auch das zeigt, wie sich der Westen vom radikalen Islam vereinnahmen lässt. Betroffen sind auch die Institutionen der Europäischen Union, wie unlängst der freiheitliche Mandatar Franz Obermeier aufdeckte. Unterwanderung der EU-Institutionen durch radikale Islamisten, deckte FPÖ-Mandatar Franz Obermeier im Juni gemeinsam mit dem Islamismus- und Terrorexperten Amer Al-Bayati bei einer Konferenz in Brüssel auf. So steht zum Beispiel die Jugendorganisation FEMISO in einem sehr aktiven Naheverhältnis zur Muslimbruderschaft und tritt in Europa als deren Jugendorganisation und aktive Lobbygruppe auf. FEMISO wurde von der EU mit 85.000 Euro gefördert, unter anderem für die Erstellung eines Islamophobie-Guides. Und die FEMISO-Vizepräsidentin Intisar Kerigi war gar als Referentin zum Thema Islamophobie bei einer Diskussionsstunde im Europaparlament vorgesehen. Dort trat sie zwar diesmal nicht auf, dafür nutzte Obermeier die Gelegenheit für kritische Fragen. Vielleicht ist doch es falsch, jemanden zum Thema Islamophobie einzuladen, der aus meiner Sicht eigentlich mit beiden Beinen mitten im Islamismus steckt. Also vielleicht wäre das Thema für Sie besser gewesen, Islamismus aus Sicht eines Insiders. Kein Einzelfall, wie Obermeier aufzeigte. Islamistische Organisationen betrachten Brüssel mittlerweile als Zentrum ihrer Lobbyarbeit. Damit sind wir am Ende der August-Ausgabe von Unzensuriert TV. Halten Sie uns auf www.unzensuriert.at die Treue. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.